richtig entwickelt hat sich das nach der WM 2007. Ich weiß nicht warum, da habe ich hier meine allererste Uhr gekauft. Ja, die habe ich gesehen und mich sofort verliebt. Und seitdem hat sich das irgendwie so stetig entwickelt, keine Ahnung. Und ich kann an Uhrengeschäften nicht vorbeilaufen, muss immer ständig gucken. Ja, hat sich zu so einer Leidenschaft entwickelt. Die, die mir gefallen, die kaufe ich mir und die behalte ich dann. Ich habe so einen Uhrenkasten, da kommen dann die Uhren rein. Ja, also ein bisschen süchtig bin ich schon. Die, die dann irgendwann nicht mehr so schön aussehen, also für mich, die kommen dann in den Uhrenschrank und die anderen liegen dann oben so im Bad rum und dann wird je nach meinem Outfit kombiniert, was am besten dazu passt. Und dann, ja, es ist eine schöne Beschäftigung, es gibt irgendwie einen gewissen Ausgleich. Also am spannendsten finde ich immer, wenn wir im Ausland sind. Und dann sieht auch mal andere Läden, andere Mode. Und das macht immer besonders Spaß. Also ich kaufe gerne im Ausland ein. Musik spielt auch eine große Rolle in meinem Leben. Ich denke, Musik kann viel irgendwo ausdrücken, was man vielleicht sonst nicht so kann. Ja, vom Spiel, also wer hört da nicht Musik oder in welcher Lebenslage, ja, passt Musik einfach nicht, wenn man ein Liebeskummer hat oder ein traurig ist oder verliebt ist oder was auch immer. Ich denke, man findet immer ein passendes Musikstück dazu. Ich koche sehr gerne. Ich denke, es ist ganz schön, wenn man sieht, was man sich selber anrichtet, was man selber verzehren kann. Und es ist schön, wenn man sich selber mit so ein bisschen Arbeit auch belohnen kann. Also es macht mir eigentlich viel Spaß und ja, es schmeckt auch meistens ganz gut. Auch viel Gemüse, viel in der Pfanne, ja, viel Fleisch. Das ist gerade, worauf ich Appetit habe. Spielt in unserem Fußballberuf, denke ich, schon eine große Rolle. Ich denke, viele Spielerinnen wissen, worauf sie achten müssen oder auch nicht. Ja, also es spielt schon eine große Rolle, dass man sich damit auch beschäftigt und auseinandersetzt und weiß, was für seinen Körper gut ist oder auch nicht. Meine Mama, die macht so was Leckeres, das nennt sich so falsche Krautrouladen. Das ist so, ja, Krautrouladen, aber alles ein bisschen klein geschnitten und vermischt mit Kartoffeln. Also das schmeckt ganz lecker. Aber das macht halt nur Mama, das mache ich nicht selber. Ja, weiß ich nicht. Es ist ganz schön, wenn auch mal was gemacht wird. Und dass man nicht jeden Tag essen kann, sondern immer nur, wenn man zu Hause ist. Ist für mich sowas wie eigentlich meine zweite Heimat. Also ich lebe seit 8 Jahren hier mittlerweile. Ich fühle mich wohl, die Stadt ist wunderschön, durch den ganzen Altbauten. Man erreicht alles so schnell zu Fuß und wir wohnen ganz gut zentral. Und deswegen ist es eigentlich ein richtig schönes Leben hier. Ich würde dem Sport gern treu bleiben, irgendwo vereinsmäßig. Irgendwie, klar, gerne. Also ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht so ein bisschen Nachwuchs zu trainieren, aber das, glaube ich, habe ich noch ein paar Jahre Zeit und das wird sich mit der Zeit ergeben und ich hoffe, dann werden sich neue Türen öffnen für mich. Ich würde gerne mal so eine Europatour machen, mit so einem kleinen Wohnwagen quer durch Europa fahren, die benachbarten Länder von Deutschland umfahren, also abreisen, bereisen. Ich glaube, das finde ich ganz cool, ja.